Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wurde oft darum gebeten, in der letzten Zeit mal meine Meinung zu dieser ganzen neuen Generation von Rap zu sagen. Ich persönlich liebe Hip-Hop und bin damit aufgewachsen. Ich höre auch sehr gerne Trap- und Cloud-Musik. Deswegen kann ich mich, denke ich, ganz gut dazu äußern und mal die nationale und internationale Szene ein wenig miteinander vergleichen, beziehungsweise auch ein paar Kritikpunkte anbringen, beziehungsweise auch meine Meinung am Ende kundtun für euch. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, und ihr seid vielleicht auch ein bisschen verwundert, dass Leute, die Trap hören, auch sich einigermaßen ausdrücken können. Aber auch das wird in diesem Video ein bisschen behandelt werden, dass ich das auch absolut schwachsinnig finde, alle über einen Kamm zu scheren. Es gibt in Deutschland natürlich viele coole Rapper, und ihr könnt eure Lieblingsrapper gerne unten mal reinschreiben. Sehr erfolgreich momentan ist natürlich Capital Bra, wo da auch sehr die Street-Richtung noch mit reinspielt. Dann ist er auf jeden Fall auch noch zu nennen die Clumi Boys, ziemlich underrated, aber ja, wer Kasper mag, kann auf jeden Fall da mal reinhören. Der macht ziemlich guten Trap, wie ich finde, mit seinen Jungs. Und auch einige andere Namen wie Rin oder auch Miami Yassin oder auch El Guni kann man nennen, die guten Trap machen, wie ich finde. Man muss die Leute vielleicht als Person jetzt nicht unbedingt feiern, aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool, wie ich finde, was die machen. Zumindest zum größten Teil. Zwei Namen muss man allerdings hervorheben, unter anderem Flair, das ist total underrated, wie ich finde, in Deutschland. Der hätte echt mal eine goldene Schallplatte verdient. Gerade Vibe und Epic waren sehr coole Alben. Zusammen mit Jalil auch in der Kombo mit seiner tiefen Stimme bei Jalil. Den muss man auch ganz klar nennen. Ansonsten auch UFO 361, jemand, der auf jeden Fall sich in den letzten Jahren was Krasses aufgebaut hat, war auch zuletzt auf Platz 1 in den Charts. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. Die wollen auch die Charts wieder ein bisschen umstellen. Momentan zählen ja die Streaming-Plattformen auch mit rein in die Verkaufszahlen, und die wollen da wieder was umändern, um den Hip-Hop auch wieder ein bisschen zu verbannen. Denn momentan ist Hip-Hop so erfolgreich wie nie, weil endlich auch die Musik, die gehört wird, auch in den Charts vertreten ist. Das war in den letzten Jahrzehnten nicht immer der Fall. Von daher finde ich das ziemlich cool, wie sich das entwickelt hat, aber sehr schade, dass die Charts das wieder umändern wollen. Wer darüber nochmal ein gesondertes Video sehen möchte, kann man den Hashtag Charts unten reinschreiben. Wenn man über Trap spricht, muss man natürlich auch den amerikanischen Raum ein wenig näher betrachten. Da gibt es so viele Rapper, ich kann hier gar nicht alle aufzählen, aber ein paar sollte man mal gehört haben. 2 Chainz auf jeden Fall, Drake kann man auch schon in die Richtung reinziehen, French Montana, Gucci Mane kennt wahrscheinlich auch viele von euch. Jeezy, ehemals Young Jeezy, ich nenne ihn eigentlich lieber Young Jeezy, ist natürlich auch eine Ikone, was den Trap angeht, schon sehr lange dabei. Aber auch Rick Ross, Soulja Boy, Travis Scott und viele andere, die Migos muss man nennen, Lil Wayne und viele andere sind sehr erfolgreich mit dieser Musik und haben natürlich auch Trap nach vorne gebracht, auch in den amerikanischen Charts nicht mehr wegzudenken. Natürlich gibt es auch neue Künstler wie Lil Pump, die man da reinzählen kann, oder auch den Künstler 6ix9ine, der auch ziemlich kontrovers ist, sagen wir mal so. Er ist schon sehr streetlastig, was er in seiner Musik macht, aber auch ein bunter Vogel. Und viele sehen da schon ein bisschen negativ, dass in dieser Szene schon so offen mit der Gewalt und den Drogen und auch dem Lean-Konsum umgegangen wird. Und viele sagen, ja, vielleicht machen das aufgrund dessen, weil die Rapper das halt auch so vorleben, viele nach und sehen das als sehr gefährlich an. Und ich frage euch, seht ihr das auch so oder seid ihr der Meinung, ja, vollkommener Blödsinn? Ich persönlich kann zwar die Leute verstehen, die das sehr kritisch sehen und auch hinterfragen. Ich muss aber sagen, dass man den Hörern dann schon etwas unterstellt, was nicht der Fall ist. Nicht jeder, der Videospiele spielt bzw. Musik hört, die ein bisschen gewaltverherrlichender ist, geht auch auf Leute los bzw. konsumiert Drogen. Ich nehme zum Beispiel gar keine, trinke mal ein bisschen Alkohol und rauche mal eine Shisha, aber ich höre schon seit Jahren Hip-Hop und mag es auch, weil ich das als Unterhaltung sehe, wie ein Actionfilm oder eine Serie. Ich nehme das gar nicht so ernst. Sicherlich sind da auch sehr kredibile Leute, sage ich mal, die dann schon ernst zu nehmen sind, auch gerade im amerikanischen Raum. Aber ich nehme das dann als Unterhaltung wahr, nach einem harten Unitag zum Beispiel, höre ich mir gerne Trap an, um einfach abzuschalten. Und dann nehme ich das gar nicht so ernst, dass da vielleicht Leute vielleicht auch wirklich abgedreht sind. Sicherlich gibt es da natürlich auch Jugendliche, die das vielleicht adaptieren und vielleicht auch nachmachen wollen. Aber ich glaube nicht, dass die dann so weit gehen und auf Leute schießen oder andere Sachen machen. Die konsumieren dann wahrscheinlich eher die Drogen, weil sie neugierig sind und nicht, weil und welche Rapper das machen. Das ist zumindest meine Meinung. Ihr könnt eure Meinung sachlich unten reinschreiben. Ich bin wirklich gespannt. Ich konsumiere das, wie gesagt, wie ein Actionfilm und sehe das gar nicht so ernst, was da passiert. Aber ihr könnt auch gerne anders drüber denken. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Schreibt gerne unten sachlich alles rein und lasst gerne ein Like und Abo da. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald und ciao, ciao.